Ja, herzlich willkommen, liebe Motorradfreunde, zum deutschlandweit ersten Test der BMW R18. Ja, wir sind hier bei Bergmann und Söhne in Pinneberg, unschwer zu erkennen. Und ja, die haben uns hier freundlicherweise dieses Bike zur Verfügung gestellt zum Test. Ich glaube, es ist wirklich der erste Test, der erste echte Test in Deutschland. Sind wir ein bisschen stolz drauf, um ehrlich zu sein. Und ja, wir haben uns doch gar nicht vorgestellt, ne? Hier sind Volker und Dietmar und Markus von Motorradtest.de. Ja, heute mal zu dritt. Damit wollen wir zum Ausdruck bringen, dass wir halt ja dieser Maschine hier ein gewisses Gewicht beimessen, die BMW R. Im wahrsten Sinne des Wortes, ein gewisses Gewicht. Genau, Gewicht hat sie auch. Eine wichtige Maschine, so ist es gemeint von BMW. Die R18 gibt es halt erst ab dem 26. September offiziell, glaube ich, in Deutschland. Kostet 22.225 Euro, kann man sich gut merken. Und wir haben hier zum Test diese First Edition von Bergmann und Söhne zur Verfügung gestellt bekommen. Diese First Edition hat hier ein paar Chrom-Applikationen, diesen Fishtail-Tank und ja, noch so ein paar andere Dinge. Fishtail-Auspuff, genau, nicht Tank, Auspuff. Und noch so ein paar andere Schmankerl, die werden wir dann im Laufe des Videos euch in Ruhe vorstellen. Die BMW R18 hat als Grundlage, kann man sagen, die BMW R5, ne? Ja. Von 1936, hat hier auch so einen schönen Tropfentank und sieht optisch auch so ein bisschen so aus, ne? Voll. Ja, es gibt da ja ganz viele Parallelen, da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Ja, ne? Genau. Werden wir später nochmal in Ruhe erklären. BMW selbst sagt zu R18, die Flyline ist gestreckt und niedrig, der Doppelschleifen Stahlrahmen umfasst den gewaltigen skulpturalen Motor, der die Präsenz der Maschine eindrucksvoll untermauert. Bei der R18 zählt maximale Reduktion für maximale Individualität. Ja, und wir werden heute wahrscheinlich die 30 Minuten Schallmauer brechen. Nehmt uns bitte nicht das übel, aber wir haben A, total Bock da drauf und B, es gibt einfach auch viel zu sagen zu der BMW R18. Also lehnt euch zurück, macht's euch gemütlich. Wir hoffen, ihr habt, wie immer, Kaffee und Gebäck. Right. Gestellt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Test und schon geht's los. Ja, dann beginnen wir mal mit den Abmessungen der BMW R18. Ein wirklich großes Motorrad, kann man nicht anders sagen. 2,44 Meter lang, Radstand 1,73. Hatten wir, glaube ich, noch nie. Kann ich mich zumindest nicht daran erinnern. Sitzhöhe 690 mm. Volker hier ist 1,80 groß. Und ja, klar, bei der Sitzhöhe kommt er natürlich super auf den Boden. Kniewinkel ist auch relativ moderat, ne? Es geht so. Was ganz witzig ist, ist so, das ist natürlich eine Eigenart hier bei dem Boxer. Der Zylinder ist natürlich im Weg. Das heißt, die Fußrasten können nicht so weit nach vorne. Genau. Nee, das so, aber ist trotzdem gut gelöst, finde ich. Gewicht bei der Maschine 345 Kilogramm. Das ist natürlich einiges. Zulässiges Gesamtgewicht. Nee, es gibt keinen Sozius. Zulässiges Gesamtgewicht 560 Kilogramm. Das hier ist die Einzelsitzer-Variante, unschwer zu erkennen. Also Sozius-Check können wir heute nicht machen. Es gibt aber ein Sozius-Paket. Dann hat man hinten halt auch noch einen Sitz für den Beifahrer. Der kostet dann 245 Euro. So, Volker startet zur Fahrt mit den Fahreindrücken. Ich habe jetzt hier mal richtig schön fett Platz genommen auf dieser fetten BMW R18 First Edition. So, Zündung an. Mann, das Ding, das schüttelt sich einmal so gewaltig beim Anlassen. Da merkt man so richtig diese irren Schwungmassen. Ah, ich glaube, die Kurbelwelle, die wiegt ja fast 10 Kilogramm. Dann kommt noch Pleuelkolben dazu. Da ist ja richtig was in Bewegung. Also
Das Geräusch so ist erstmal BMW-typisch. Das ist typische Boxergeräusch, altbekannt. Sitzposition für mich ist so ganz gut. Ich würde mir allerdings wünschen, die Füße ein bisschen weiter nach vorne machen zu können, aber das geht wegen der fetten Zylinder nicht. Das Ding liegt unheimlich fett auf der Straße. Hat aber richtig durchgezogen. Ah, wir wollen es nicht übertreiben. Ne? 100 ist ja erlaubt. Ja, und dieser Blick nach vorne, wenn man so diese Maschine vor sich sieht, dieses vordere Teil, man wähnt sich so ein bisschen auf dem Bike der Vorkriegs- oder kurzen Nachkriegszeit. Sieht schon stark retro aus, aber im Positiven bin ich finde. Es gibt ja auch so Retro-Bikes, wo man sagt, oh bloß nicht, das ist echt krampfhaft. Aber hier finde ich, haben sie es richtig gut gemacht. Eben, guck mal Leute, die Lenkerenden hier. Ja, herrlich, ne? Das ist Boxer. Ja, kommen wir zum Cockpit und den Bedienelementen. Wir schauen mal, was wir hier rechts finden. Das ist so typisch BMW, heizbare Handgriffe, gibt es hier einen Switch. Das ist hier die Zündung, das ist der Anlasser und der Kill-Switch. Hier auf der linken Seite gibt es ein paar mehr Knöpfe hier, der Tempomat, Warnblinkanlage, zwei Taster für das Menü, Blinker und Hupe und Fernlicht. So, und dann machen wir hier mal die Zündung an und schauen mal auf das wunderschön gestaltete Cockpit hier unten, Berlin Build. Die Maschine wird ja in Spandau gefertigt, da ist BMW natürlich irgendwie auch so ein bisschen stolz drauf, dürfen sie auch. Und deshalb hier dieser Hinweis im Instrumentenblock. Ja, was haben wir hier? Einen analogen Geschwindigkeitsmesser, so ein Tacho, so ein paar Kontrollleuchten, wie das so üblich ist. Und angezeigt wird dann hier rechts der Gang und RPM 0. Wir wollen die Maschine mal anwerfen. Eine Sekunde. Schüttelt sich ordentlich. Und dann seht ihr hier so eine digitale Drehzahlgeschichte in 50er Schritten. Das haben wir auch schon bei anderen Maschinen gesehen. Und die Maschine schüttelt sich wie wild, ne? Ein Ackerklepper. Ja, die schüttelt sich echt. Okay, gut. Und dann haben wir hier, wie gesagt, diese beiden Taster, um den Bordcomputer und die Fahrmodi zu bedienen. Wir schauen uns mal die Fahrmodi an. Es gibt hier Rock, Rain and Roll. Und ja, könnt ihr euch schon denken, also Rain ist natürlich ein bisschen leistungsreduziert. Die Traktionskontrolle greift hier schnell ein. Und ja, Roll ist so ein bisschen in der Mitte, Street würde man normalerweise sagen, und Rock ist halt volles Programm. Rock'n'Roll, genau. Und dann haben wir hier noch diesen zweiten Taster für den Bordcomputer, können wir auch einmal durchskippen. Was haben wir hier? 11 Kilometer hoch. Sehr jungfräulich das Ding. Die Maschine hat 11 Kilometer und wir sind, glaube ich, 9 Kilometer hierher gefahren. Ja, also, das kommt wohin. Maschine ist neu. Gut, was haben wir noch? Durchschnittsverbrauch 11,8, nee, das ist Quatsch, Tageskilometerzähler 1 ist das. Und 2, was haben wir hier noch? Durchschnittsgeschwindigkeit, ja, kleiner Stau. Sehr moderat. Genau. Volt, das ist hier die Spannung der Batterie, Datum und das ist der Durchschnittsverbrauch, denke ich mal, und die Uhrzeit und das war es dann auch. Also ja, sehr reduziert kann man sagen. Die Maschine hat ja auch jetzt im Vergleich zu vielen anderen Bikes nicht so viele Extras, also was jetzt Fahrhilfen angeht, es gibt ja keinen Quickshifter zum Beispiel, das muss auch so sein, weil es soll ja ein Retro-Bike eigentlich sein, BMW sortiert die Maschine ja in sein Heritage-Programm ein, zusammen mit den R90s und das passt schon alles, sehr übersichtlich, übrigens auch sehr gut ablesbar hier das Cockpit und ich finde es einfach wunderschön gemacht. Ja, kommen wir zur Lichtausstattung vorne. Diese Maschine hier hat natürlich eine LED-Lampe, ist aber trotzdem schön klassisch gemacht hier mit diesem BMW-Logo in der Mitte und sieht irgendwie auch stylisch aus, finde ich. Ja, das ist das Fernlicht, Abblendlicht und die Blinkerei zeigen wir euch auch mal. Also echt schön gemacht. Hupe funktioniert auch. Und ja, machen wir die Zündung mal aus. Es gibt übrigens hier auch noch bei der R18 eine Option, Headlight Pro nennt sich das, für 380 Euro. Da gibt es dann auch noch adaptives Kurvenlicht. Und Markus, kannst du vielleicht nochmal bitte hochkommen? Ich möchte gerne nochmal hier die Blinker filmen. Das Blinkergehäuse hier, das ist alles Metall. Auch hier oben, da steht auch Berlin Build auf dem Bremszylinder hier. Bremsflüssigkeitszylinder. Das ist alles echt richtig cool gemacht. Auch hier die. Vor allem das Geile ist, das müsst ihr mal sehen, aber das können wir auch gleich noch machen. Das ist ein Teil hier. Das ist ein Teil. Der Bremsflüssigkeitsbehälter mit dem Halter für den Spiegel und auch der Aufnahme für den Hebel. Das finde ich schon cool. Auch die Spiegel hier, alles chrom. Also sehr, sehr schick.
Ja, hinten haben wir natürlich auch LED-Technik hier sehr cool gemacht. Es gibt kein separates Rücklicht, sondern das Rücklicht ist hier in den Blinkern quasi untergebracht. Das ist das Bremslicht. Blinken tun wir auch mal hier. Sehr stylisch und auch hier alles Metallgehäuse. Also richtig, richtig, richtig schick gemacht. So, wir wollen uns mal Rahmen, Räder und Federung dieser wunderschönen BMW R18 angucken. Wir haben hier einen Doppelschleifenrahmen aus Stahl. Vorne haben wir eine Telegabel verbaut mit 49 mm. Die hat einen Federweg von 120 mm und man sieht das hier ganz schön. Die ist in diesem Gehäuse, so wie das früher auch war, schön geschützt und sieht auch, finde ich, sehr geil aus. Geschmackssache natürlich. Der Reifen vorne kommt in der Dimension 120-70 daher und ist auf dieser wunderschönen Speichenfelge mit 19 Zoll. Wir haben hinten eine Zweiarmschwinge aus Stahl. Die soll so ein bisschen den Eindruck eines Starrrahmens erwecken, wie das bei der R5 auch war. In Wirklichkeit ist der Rahmen aber zweigeteilt und mit diesem freiliegenden Cantilever-Zentralfederbein versehen. Die Federbasis ist einstellbar und der Federweg hinten beträgt 90 mm. Der Reifen hinten ist ein 180-65 auf 16 Zoll Felge. Natürlich ebenso dieses wunderschöne Speichenrad. Und auch Bremsen hat das Motorrad, dieses wunderschöne BMW R18 Geschoss. Und zwar haben wir vorne eine Doppelscheibe mit 300 mm. Und einen Vierkolben-Festsattel. Jetzt darf man sich nicht täuschen lassen, hier steht zwar dick und fett BMW drauf, die Bremsen kommen aber von Brembo. Hinten haben wir eine 300 mm Einzelscheibe mit Vierkolben-Festsattel. Und die Maschine hat das BMW Integral, Teilintegral ABS und auch ein Kurven-ABS verbaut. Ja, kommen wir zum Motor der BMW R18. Das ist natürlich quasi hier eine echte Show. Ein Boxer, luftölgekühlter Boxer, Zweizylinder mit 1802 Kubikzentimetern Hubraum. Das ist der hubraumstärkste Boxer, den BMW je gebaut hat. Er leistet 91 PS bei 4750 Umdrehungen. Das ist allerdings völlig egal im Grunde genommen, denn diese Maschine leistet 158 Newtonmeter und zwar schon bei 3000 Umdrehungen. Und BMW selbst sagt, dass diese Maschine zwischen 2.000 und 4.000 Umdrehungen immer über 150 Newtonmeter zur Verfügung stellt. Also wem das nicht reicht, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Was ganz schön ist hier von der Optik her, finde ich, die Stößelstangen für den Ventiltrieb sind hier erkennbar. Also zumindest die Führung dafür. Und was auch eine Besonderheit ist, hier vorne die Krümmer. Das sind doppelwandige Krümmer. Das soll dazu führen, das wird auch klappen, dass man halt nicht diese Verfärbung bekommt im Laufe der Jahre, sondern dass das immer schön so chrommäßig bleibt. Ja, die Maschine rennt über 180 Kilometer pro Stunde. Der wunderschöne, finde ich, Tropfentank hier. Ich glaube, das ist nicht handliniert. Das soll ja die R5 zitieren. Es sieht aus wie handliniert. Ich glaube, es ist aber nicht handliniert. Hier die BMW-Plakette kann man auch abschrauben. Geil, ne? Total geil. Echt cool gemacht. Und ja, der Tank hat einen Inhalt von 16 Litern. Verbrauch liegt bei 5,6 Liter auf 100 Kilometer. Das bedeutet dann eine Reichweite von 285 Kilometer etwa. Das ist auch mehr als ausreichend. Und ja, wir haben hier ein clowngeschaltetes Sechsganggetriebe. Und natürlich haben wir hier auch das eine echte super Besonderheit, diesen offenen Kardan, das müssen wir eigentlich nachher auch mal während der Fahrt zeigen, kann man richtig schön sehen, wie die Maschine arbeitet. Und das ist hier auch mit so einer speziellen Beschichtung. Ich weiß nicht, ob das Nickel ist oder so. Das sieht auf jeden Fall total edel aus. Und ja, es gibt hier eine Einscheiben-Trockenkupplung. Und ja, das war's zum... Sagen wir mal einmal kurz dazu. Ja. Hinten dieses grob gestrahlte Differential hinten. Ne? Hier, ne? Auch dieses Differential, das sieht aus wie früher diese alten Sandgussgehäuse. Das haben sie auch liebevoll gemacht, finde ich. Ja, es ist alles tatsächlich so wie, so ein bisschen wie bei der R5 sieht das aus. Ne? Echt genau. Richtig cool. Kommen wir nochmal zu so ein paar Highlights dieser Maschine. Da ist zum ersten einmal der optische Eindruck. Das ist echt ein Monumentalbau auf zwei Rädern. Das, was sie dahingestellt haben, das ist schon wirklich bemerkenswert und sehenswert. Und detailmäßig finde ich zum Beispiel richtig cool, diese fetten Suppenschüssel-Ventildeckel hier. Richtig schön, metallisch, chrom. Vorne kannst du das sehen hier, die alte Verschraubung, der alten Verschraubung von früher nachempfunden, die Krümmerbefestigung am Zylinderkopf. Dann hier vorne das
Lenkradschloss hier zu sehen. Klasse gemacht auch. Hier oben die verchromten Riser. Sehen auch richtig elegant aus. Wie auch hier die Verschraubung oben. Äußerst hochwertig gemacht. Also ich finde sowieso vom Eindruck her, vom Handwerklichen, macht die einen äußerst hochwertigen Eindruck. Hier diese dicke Mutter, die den Kardanantrieb mit dem Getriebegehäuse verbindet, findet sich hinten am Ende des Kardanantriebs nochmal wieder am Kardangehäuse. Oder auch hier nochmal wieder diese schöne, liebevolle kleine Abdeckung hier hinten für die Schwingenlagerung. Einfach klasse gemacht. Ja, liebe Leute, jetzt sind wir hier hocherfreut zu dritt vor der BMW R18 First Edition. Wir haben gerade alle so ein bisschen unsere Probefahrten gemacht und wollen euch mal wie immer so ein bisschen den Eindruck schildern. Ja, Markus, du hast die letzte Probefahrt gemacht, du kommst gerade ganz frisch wieder. Genau. Erzähl mal, wie ist dein Eindruck? Ja, ich darf immer als Letzter, das finde ich scheiße. Nee, also geiles Motorrad. Ich habe da eine Menge Spaß drauf. Ich mag das ja auch gern, wenn die so bullig sind. Da stehe ich drauf, obwohl es natürlich völliger Unsinn ist, wenn man so klein und schwach ist wie ich, so ein Riesen. Aber ich find's geil. Ich muss allerdings echt sagen, das ist, also ich hatte noch nie ein Motorrad zwischen den Beinen, wo ich das Gefühl hatte, ich habe so viel Motorrad zwischen den Beinen. Auch dieser riesen Boxer, wenn du da unten guckst, denkst du so, what the fuck? Also es ist wirklich, wirklich viel Motorrad. Und sie ist auch wirklich, wirklich schwer, finde ich. Ja. Das ist natürlich beim Fahren wurscht. Ja. Aber Wenn du dann mal rückwärts schieben willst und es geht so ein ganz klein bisschen bergauf, no chance. Dafür gibt's aber diese fantastische Rückfahrhilfe, die wir bis jetzt aber noch nicht so richtig an den Start gekriegt haben. Nee. Das müssen wir noch irgendwie hinkriegen. Das kriegen wir noch. Genau. Die haben wir auf jeden Fall nochmal filmen. Ja. Gleich. Und ja, Volker, du bist ja auch lange gefahren. Du bist ja die ganze Zeit, die ganze Zeit hierher gefahren, natürlich. Du bist am längsten gefahren. Voll gemein. Also kurz vor. Erzähl mal. Ist natürlich es ist eigentlich ein Retro-Bike, muss man so sagen. Aber sehr, sehr, sehr konsequent gemacht. Ist auch mutig, finde ich, von den BMW-Leuten, das auf die Räder zu stellen. Ist natürlich ein ganz klarer Angriff auf Milwaukee-Schwergewichte. Haben sie aber richtig gut umgesetzt, finde ich. Also es hat so ein Fahrgefühl wie so ein dicker, fetter Intercity, wenn man auf der Straße liegt. Ne? Ja, die zieht wirklich wie an der Schnur gezogen ihre Bahn. Ich finde, so ein paar Sachen wie Bremse hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Hätte man, finde ich, noch ein bisschen besser machen können. Ist keine Zwei-Finger-Bremse, ganz klar. Da muss man doch schon richtig schön zulangen. Ja, ne? Ist aber viel Gewicht, genau. Aber sie geht dann auch effektiv. Also es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, die Bremse geht schlecht oder so. Aber man muss eben ordentlich zulangen. Und ich finde, die Sitzposition ist so, dass man die Füße, finde ich, hätte man lieber gerne weiter ein bisschen vorne untergebracht. Ja, geht nicht. Wegen der dicken, fetten Zylinder. Genau, ja. Ne? Ja. Aber es ist ein sehr, sehr hochwertig gemachtes Bike, was wirklich auch sehr viel Spaß macht. Aber man muss eben auch Spaß an dieser Art Bike haben. Ne? Das ist ein richtiger Cruiser, der zum gemütlichen Fahren animiert. Das ist kein Bike zum Heizen. Ich habe eben auch gemerkt, als wir links abgebogen sind, diese Straße, dass die Angstnippel an der Fußraste schon so ein bisschen am Scheuern waren. Also der setzt relativ früh auf, hat dann allerdings noch ein bisschen Spielraum. Aber es ist ein tolles Bike. Tolles Bike, ja. Also mir sind bei der Probefahrt zwei Sachen aufgefallen. Also eine Sache ist mir vor der Probefahrt aufgefallen, nämlich wie sie aussieht. Also ich finde, das ist eines der schönsten Motorräder, was ich persönlich je gesehen habe. Ich finde auch, natürlich sieht man diese ganzen Retro-Anleihen, hier dieser Kotflügel hinten, diese Doppellinierung und so weiter. Aber sie sieht, finde ich, nicht jetzt so gewollt nach Retro aus, sondern das ist irgendwie stimmig. Ne? Genau, die haben das richtig gut gemacht, das finde ich auch. Das geht manchmal nämlich so ein bisschen in die Hose, ne? wenn die Hersteller versuchen, ein Retro-Bike zu bauen. Mhm. Hier ist das wirklich, haben sie echt, merkt man, dass sie da wirklich sehr lange sich Gedanken haben. Konsequent, finde ich auch. Und das Zweite ist quasi ja während der Fahrt mir dann aufgefallen, das ist halt der Motor. Ne? Also das habt ihr beide schon gesagt, aber ich wiederhole es auch nochmal. Also 1800 Kubikboxer, ne? 158 Newtonmeter. Und sie hat ja auch immer, was war das? Immer Drehmoment zwischen 2 und 4.000 über 150 oder wie sowas. Also das ist einfach, die kommt von unten. Das ist jetzt keine Drehorgel. Ne? Das will man aber auch gar nicht bei so einer Maschine. Aber wie die nach vorne geht. Also du hast eben gesagt, das ist keine Sportmaschine, alleine schon vom Gewicht, von der Schräglage und so weiter. Das stimmt. Aber von der Leistung her, also wenn man Gas gibt, geht sie nach vorne. Ne?
genau. Und nochmal zur Sitzposition, was ich extrem cool finde. Also ich denke jetzt auch so ein bisschen an Harleys, ist dieser breite, weite, genau. der auch so zu mir geneigt genau. ist. Ne? Also wenn man sich draufsetzt, du hast recht mit den Fußrasten, das geht halt nicht anders, aber trotzdem, boah, es ist schon lässig irgendwie. Ne? Also wirklich genau. echht eine lässige Maschine. Was ich nochmal eben erwähnen wollte für diejenigen, die sich für dieses Bike hier interessieren, sind zwei, drei Sachen. Also ihr seht Keyless Go, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt. Also Schlüssel braucht man nicht reinstecken. Genau, da ist der Schlüssel, der ist immer in der Jackentasche. Dann hat sie eine automatische Blinkerrückstellung, auch eine ganz praktische Sache, finde ich. Und dann, das können wir gleich auch nochmal filmen hier, dieser Tankverschluss, das ist auch echt schön gemacht. Es gibt so ein paar Dinge, die hier nicht Serie sind. Die Heizgriffe zum Beispiel kosten 215 Euro. Tempomat ist hier dran, ist aber auch nicht Serie. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es bei der First Edition Serie ist, bin mir nicht ganz sicher, aber im Konfigurator steht 335 Euro und dann eben diese, ja, Rückwärtsgang darf man nicht sagen, weil man ganz kurz, diese Rückfahrhilfe, wohlgemerkt, ne, die kostet dann auch 950 Euro. Also das muss man, ja, bei der Maschine ist es, glaube ich, keine schlechte Idee. Ne? Also man kann sowieso, finde ich, wenn man will, richtig Geld versenken in dem Teil. Ne? Also ich habe da gestern mal den Konfigurator bemüht und die Maschine da mal durchgeknallt. Also da sind 30.000 weg. Ja, ne? ja, es gibt halt auch so viele Zubehörteile noch. Ne? Es gibt diverse Auspuffgeschichten. Es gibt Räderwerk ist auch schon irre. Ja, ne? Es gibt da 19 Zoll, 21 ja. Zoll Größen. Das ist irre. Speichenräder, Gussräder, auch richtig schöne Räder sind dabei. Dann gibt es unterschiedliche Sitzbänke. Die kommen vom Mustang aus Amerika. Ja, den Sozius-Sitz gibt's. Ja. Genau. Handgefertigt sind die Dinger. Und ja, Lenkersitze, Scheiben, Taschen, müsst ihr euch mal angucken. Das ist auf dem Konfigurator im Bereich Zubehör, findet ihr all diese Teile, mit der man diese Maschine halt customizen kann. Das ist ja auch das, was BMW eigentlich will. Ne? Ich glaube, die wollen schon, nicht wegen der Kohle, sondern die wollen schon irgendwie zum Ausdruck bringen. Das ist kein Standardbike, was man sich einfach so kauft, wie aus dem Otto-Katalog, sondern da soll man sich mit beschäftigen und da soll man sagen, ich will aber nicht den Fishtail-Auspuff haben, sondern ich will dann Vance & Heinz dran haben und so weiter und so weiter. Ne? Die soll man schon customizen. Ne? Muss man aber nicht. Also ich finde sie geil, wie sie ist. Ja. Auf der anderen Seite denke ich auch, jemand, der bereit ist, so viel Geld für ein Motorrad in die Hand zu nehmen, der will das auch so haben, wie er es haben will. Und dann ist es auch wurscht, wenn das nochmal 5.000 mehr kostet, weißt du? Das stimmt. Vor allem so ein Motorrad kauft man sich ja auch jetzt nicht für ein, zwei Jahre und dann will man sie wieder verkaufen. Das ist, also wenn ich mir so ein Bike kaufen würde, ich glaube, die würde ich fahren, ich würde sie aber auch in die Garage stellen, die würde ich nicht wieder verkaufen. Ne? Ich meine, gerade so eine First Edition, vielleicht steigt die auch nochmal irgendwann im Wert, ne? Ja, würdest du noch was sagen? Nee, ich wollte nur sagen, Leute, die sich diese Maschine kaufen, glaube ich, müssen auch nicht unbedingt auf den Cent gucken. Also, nee, ne, das ist schon ein echter Luxusartikel. Und es ist eben BMW, alles ist hochwertig hier. Da ist wirklich nichts, was irgendwie locker ist oder nicht aus Metall wäre oder sowas, ein echtes Eisenschwein. Aber das hattest du anfangs gesagt, will ich auch nochmal betonen, da sollte man sich nichts vormachen, wenn man jetzt übertreibe ich mal, 1,50 groß ist und irgendwie 18 Jahre alt und schon mit einer normalen 200 Kilo Maschine Probleme hat, dann sollte man sie zumindest mal Probe fahren, bevor man sie kauft, weil sie ist echt schwer, das muss man wirklich sagen. Also gerade beim Rangieren ist das schon ganz heftig. Ja. Das durch diese niedrige Sitzposition, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man sie schlecht im Griff hat, das überhaupt nicht. Aber du merkst halt einfach das Gewicht, ne? Wenn du ein bisschen bergauf bist mit Schieben, da ist schwierig. Ja. Wobei während der Fahrt wiederum, finde ich, ist das ja fast schon wieder ein Vorteil, dieses hohe Gewicht. Ja, wie so ein Dampfschiff irgendwie. Ja. Echt geil. Ja, richtig schönes Bike und ja, wir wollen jetzt mal uns die nächste Probefahrt gemeinsam anschauen. So, und endlich darf ich auch. Bin immer der Letzte. Mann, was für ein geiles Motorrad. Hier ist jetzt Markus und auch ich will eine kleine Runde mit euch drehen. Auf diesem schnittigen 1800 Kubikboxer. Also ich muss sagen, mir gefällt dieses Motorrad ausgesprochen gut. Ich finde die super, super schön. Was mir auch total gut gefällt, da bin ich aber wahrscheinlich relativ alleine. Also die meisten Cruiserfahrer stehen ja drauf, wenn die Füße irgendwie vor dem Vorderrad am besten noch sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, da ich ein bisschen Rückenprobleme habe, mag ich das überhaupt nicht. Und ich finde das gerade super geil auf diesem Ding. Das ist für mich wirklich ein ganz guter Kompromiss. Also ich sitze hier wirklich komfortabel drauf, also super bequem, also das ist für mich genau richtig, aber gut, klar, das sieht sicherlich nicht jeder Cruiser-Fan so wie ich. Hoppala,
Ja, liebe Leute, ich hoffe, man kann mich sehen. Das war unser Test zur BMW R18. Wunderschönes Motorrad. Wir sind begeistert, habt ihr ja gemerkt im Laufe des Videos. Ja, Wettbewerber, würde ich mal sagen, Harley, irgendwie, du bist unser Harley-Experte, alle möglichen Harleys, ne? Ja, da kommen einige Harleys in Frage, genau. Mhm. Also, mir fällt irgendwie auch noch ein, die Triumph Rocket 3 GT. Ist ein bisschen anderes Motorrad, aber irgendwie hat sie mich doch stark daran erinnert. Vor allem, weil sie halt auch so lang und so groß ist. Schönes Motorrad und ja, die steht hier, wie gesagt, bei Bergmann und Söhne in Pinneberg. Wie gesagt, offiziell darf man sie, glaube ich, erst ab dem 26. fahren, aber ist ja auch schon bald. Und wenn ihr mal Interesse habt, kommt ihr mal vorbeigefahren nach Pinneberg. Lohnt sich wirklich. Stehen natürlich auch jede Menge andere BMW-Fuhrer, also es lohnt sich immer mal hier vorbeizukommen. Damit grüßen wir euch aus Pinneberg und sagen Tschüssi! Ciao.